Hallo und herzlich willkommen zur 106. Schelmschau. Heute mit einem Thema, das eigentlich schon letzte Woche kommen sollte, dann ist uns aber das Wüstenreich dazwischen gegrätscht. Deshalb heute jetzt, wie versprochen, Hörbücher. Und zwar wollte ich kurz zeigen, was gibt es da für Hörbücher. Das haben wir aber schon mal ausführlich gemacht, deshalb das nur ganz kurz. Und dann zeige ich euch, wie man selbst ein Hörbuch einlesen kann mit der schönen Software Descript. Ein Tool, was einem da viel abnehmen kann, mit ein bisschen künstlicher Intelligenzunterstützung auch noch. Vielleicht ist das auch spannend, wenn ihr irgendwelche Abenteuertexte einlesen wollt oder sowas. Also das hat bestimmt viele Möglichkeiten. Auch für so Streamer wie mich ist das ganz praktisch, denn damit kann man nicht nur Audioaufnahmen, sondern auch Videoaufnahmen machen. Das gucken wir uns gleich mal genauer an, aber vorher geht es natürlich wie immer zu den Nachrichten. Und die Nachrichten sind diese Woche etwas überschaubarer, denn wir haben ja im Prinzip schon die ganze Rutsche für den Januar an Neuheiten und sowas letzte Woche kennengelernt. Das heißt, diese Woche nur ein paar Kleinigkeiten. Die erste Kleinigkeit ist die Collectors Club Convention. Der Termin steht. Nachdem ja dieses Jahr kein Kaiser-Rau-Konvent stattfindet, können wir uns wenigstens darauf freuen, dass wir wieder in die heiligen Hallen von Ulysses, also in die Lagerhalle und auf das Firmengelände können. Wenn wir denn im Collectors Club sind und eine, ich glaube, immer noch Mindestpunktzahl irgendwann mal erreicht haben. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie es jetzt läuft. Müsst ihr im Collectors Club nachlesen. In jedem Fall wird das Ganze stattfinden am 20.05. dieses Jahres. Das hat der Felix hier in so einer kleinen Randnotiz im Ulysses Discord erwähnt. Also da werdet ihr dann, wenn ihr im Collectors Club seid, könnt ihr euch schon wieder rot markieren, dass wir uns dann alle in Waldems Steinfischbach bei Ulysses treffen können. Für alle, die nicht genau wissen, was da abgeht, da sitzt man dann irgendwie im Innenhof auf vorbereiteten Bierbänken mit Sonnenschutz, wenn wir den dann Ende April schon brauchen, und lassen uns vielleicht durch die Ulysses-Räumlichkeiten führen und können da B-Ware kaufen und im Shop kaufen gehen und können noch ganz viele andere Stände von anderen Anbietern von DSA-Merchandise vorbeischauen und so weiter. Und natürlich können wir mit all den netten Leuten, die da auch vorbeikommen, quatschen. Das war letztes Jahr sehr entspannt, sehr cool mit Foodtrucks zur Verpflegung und so. Also 20. April, merkt euch das schon mal. Wenn ihr einer der Anbieter, den ihr dort treffen könnt, wäre auch zum Beispiel Godicon. Ich weiß nicht, ob sie jetzt dieses Jahr da sein werden oder nicht. In jedem Fall, falls sie da sein werden, könntet ihr Folgendes dort erwerben. Da ist nämlich jetzt das, was schon mal angekündigte Rajanische Liebeslicht jetzt verfügbar auf deren Webseite. Hatte ich ja schon mal gezeigt, ein Teelichthalter mit einem Duftkerzenhalter hier oben drauf. Also da kann man einfach so ein Duftöl reintun und dann riecht das ganz toll. Das Ganze ist natürlich aus Metall gefertigt, sehr hochwertig und in Rot emailliert oder was auch immer das hier ist und kostet 69 Euro. Ist natürlich für Liebhaber der Göttin der Liebhaberinnen, Liebhaber und Liebhaberinnen sozusagen. Dann ebenfalls jemand, den ihr potenziell auf der Collectors Club Con treffen könntet, ist Metal Motte. Die macht ja wunderbare Stoffe und andere Dinge. Die war letztes Jahr auch auf der Collectors Club Con. Und da sind diesmal ganz, ganz viele von diesen tollen Socken im Angebot, die ich euch auch schon mal gezeigt habe. Da hat sie jetzt wirklich einen ganz großen Schwung in der Vorbestellung. Und ich kann euch nur empfehlen, die Dinger sind echt bequem. Ich habe da auch schon zwei Paar hier rumliegen und habe die auch schon öfter angehabt. Und hier haben wir jetzt im Angebot Angrosch in Rot und Schwarz, Avis-Socken, Effert in Blau, Socken-Firun, Hesinde, Ifirn, Chor in Rot und Chor in Schwarz, Marder, der Namenlose, Nandus in Dunkeltürkis und in Helltürkis, möchte ich mal sagen. Satuaria in Braun und Satuaria in Grün. Da ist offensichtlich das falsche Bild hier. Das ist nämlich das Chor-Schwarzbild. Dann ein paar schöne Schinksir-Socken in Schwarz-Gelb. Swafnir-Socken, das Wohl. Travia-Socken, Zar-Socken und namenlose Socken. All das könnt ihr jetzt vorbestellen für 11 Euro pro Stück. Kann ich nur rundum empfehlen. Ist bequem, praktisch und
Man hat sogar an den Füßen dann seine liebste DSA-Gottheit oder was auch immer man da hat. Also die bitte so schnell wie möglich vorbestellen, damit Metal Motte da weiß, wie viel sie ordern soll. Für alle Fans von Aventuria, nun kurz zur Info, falls ihr nicht am Crowdfunding damals teilgenommen habt, könntet ihr jetzt auch noch die mythischen Geschichten, also Mythen und Legenden Bonusabenteuer im Ulysses E-Book Store erwerben für 5 Euro. Ich habe die natürlich schon, weil die schon im Crowdfunding-Paket mit dabei waren. Die könnt ihr jetzt aber auch im Nachhinein noch ordern. Da sind dann hier Geschichtsplan, Bonusabenteuer und so weiter noch mit drin. Warum erwähne ich dieses unwichtige Detail? Ganz einfach, weil mir nicht viel mehr andere wertvolle Nachrichten so untergekommen sind. Es ist vielleicht noch erwähnenswert, dass wieder hinter dem schwarzen Auge eine tolle Zusammenfassung der Neuheiten der letzten Woche gebracht hat. Kann ich euch nur empfehlen, schaut bei Gernot vorbei. Der hat das wieder wunderbar in über 2W20 Minuten zusammengefasst. Ja, den Link packe ich euch in die Shownotes. Und damit kommen wir dann auch schon zum Schelmischen. Was hat der Schelm denn so in der letzten Woche gemacht? Da gibt es so ein paar Sachen. Zum einen habe ich angefangen, meine Burg Blaustein, die Klemmbausteinburg, die riesengroß hier auf dem Nachbartisch steht, auseinanderzunehmen, denn ich bin dabei, die Hurde-Erweiterung endlich mal anzugehen. Das ist ja diese Erweiterung, wo man dann diese Wehrgänge aus Holz an die Burg dran baut. Und der aktuelle Stand ist, ich habe ganz viele Teile erstmal abgenommen. Ich habe hier das halbe Wohnhausdach abgenommen und den Turm und ganz viele andere Dinge. Und jetzt sieht die Burg nur noch so aus. Also sie hat ein bisschen gelitten. Der Turm vom Bergfried ist weg. Das Wohnhausdach, wie gesagt, ist weg. Aber da kommen natürlich schöne neue Sachen dafür dahin. Ich werde euch auf dem Laufenden halten, wenn ich das fertig gebaut habe. Macht schon wieder sehr viel Spaß. Ich habe gestern bis kurz vor 12 gebaut und dabei Filiason Hörbuch gehört. Also auch ein sehr schöner Hörtipp. Baut Klemmbausteine und hört dabei ein Hörbuch. Buch ist ein gutes Stichwort, denn ich habe diese Woche auch mal wieder ein richtiges Buch angefangen, allerdings in der PDF-Fassung, denn Expurgico ist ja rausgekommen und ich bin jetzt so auf Seite 50 und das hat mir schon sehr viel Spaß gemacht, was da bisher kam. Sehr schön den Werdegang eines Gildenmagiers, der sich auch für Dämonisches interessiert. Ja, kann man dort miterleben. Ich weiß noch nicht, in welche Richtung die Geschichte jetzt weitergeht, aber bisher ganz, ganz nett. Und ich hoffe, ich kann euch dann nachher eine Empfehlung oder eine Warnung vor diesem Buch geben. Bisher sieht es eher nach einer Empfehlung aus. Empfehlen kann ich euch natürlich auch uneingeschränkt das schöne Abenteuer Charyptorex. Das gibt es ja schon länger. Das könnt ihr ja im Ulysses E-Book Store kaufen. Es gab auch mal eine limitierte Druckfassung davon, die an ein paar Leute gegangen ist. Warum erwähne ich dieses Abenteuer? Weil der Raphael sich mal wieder bei mir gemeldet hat. Raphael Knob, der schreibt gerade an einem zweiten Band und wir sind vielleicht irgendwann im April oder sowas, irgendwann in der Richtung beim Raphael, um den zweiten Teil Probe zu spielen. Da freue ich mich schon sehr drauf. Der erste Teil war großartig und ich hoffe drauf, dass der zweite Teil ebenso gut wird und dass ich ihn dann auch wieder als PDF ins Skriptorium packen darf für euch, damit ihr das auch mitspielen könnt. Dann habe ich noch ein bisschen an Praionors Prinzipien, meinem Solo-Abenteuer für dieses Jahr, also dem Rätsel-Solo-Abenteuer, weitergeschrieben. Aber ich tue mich immer noch sehr schwer mit den Gedankengängen eines Praios-Geweihten, das in passende Worte zu fassen. Deshalb ist der Fortschritt da leider nicht ganz so groß, wie ich erhofft hatte. Was ich aber berichten kann, ist, dass wir diese Woche wieder die Drachenchronik weitergespielt haben. Es war mal wieder soweit. Nach vielen Wochen der Pause haben wir jetzt uns wieder nach Draconia begeben. Dort ist ja ein Mord geschehen und unsere Helden mussten aufklären, wer dahinter steckt. Und wie das immer so ist bei meiner Spielrunde, die haben natürlich im ersten Moment, als sie einem der Meisterpersonen begegnet sind, den für den Täter gehalten und haben sich da dann auch schon festgelegt. Auch wenn es keinerlei Beweis gab, der auf diesen Täter hindeutete, in ihrem Kopf hatten sie ein Vorurteil. Das haben sie
blind verfolgt. Und was soll ich sagen, sie haben natürlich recht gehabt. Und genau derjenige war auch der Täter. Und in der nächsten Sitzung am kommenden Donnerstag wird es dann einen schönen Showdown mit besagtem Gegner geben. Und dann hoffe ich, dass wir endlich die Drachenchronik freischalten können. Also, dass wir dann wirklich das namensgebende Artefakt, wenn ich es so nennen kann, finden. Seid gespannt. Ich bin es auch, ob das diese Woche klappt. Ja, das war es eigentlich schon. Ansonsten hätte ich noch eine Frage an euch. Ich weiß nicht, ob ihr da so Bock drauf hättet, aber ich habe mir überlegt, was es schon lange für das Schwarze Auge nicht mehr gibt, ist ein aventurischer Abenteuerwettbewerb, wo man quasi seine Abenteuer einreichen kann. Klar, das DSA-Forum hat da so manche Aktionen gemacht. Offizielle Abenteuerwettbewerbe von Ulysses gab es schon lange nicht mehr. Ich hatte irgendwie mal so den Gedanken, dass das vielleicht auch eine coole Sache wäre, sowas mal hier loszutreten. Also wenn einer von euch Bock hätte, an einem Abenteuerwettbewerb teilzunehmen, dann schreibt das mal. Ich könnte natürlich auch ein paar Preise hier aus meinem Fundus noch dazulegen oder sowas, dass ihr auch eine gewisse Motivation habt. Und dann am Ende könnte ich die Abenteuer natürlich mit eurer Erlaubnis in eine vernünftige PDF-Fassung bringen, sodass es wie ein DSA-5-Abenteuer aussieht. Und dann können wir das in den Ulysses E-Book Store für einen guten Zweck einstellen. Falls ihr Interesse daran habt, schreibt das mal bitte unten in die Kommentare. Und wenn genug Leute sich melden, dann würde ich mir mal die Arbeit auf mich nehmen und einen richtigen Abenteuerwettbewerb ausloben. Das wären so die schelmischen Sachen, die mir so eingefallen sind. Und ich glaube, dann kommen wir einfach mal zu einer neuen Rubrik. Denn jetzt gehen wir nicht zum Thema. Jetzt kommen wir zum Medientipp der Woche. Der Medientipp, das soll ab jetzt immer ein Medium sein, ein Buch, ein Hörbuch, ein Film, ein Computerspiel, eine Rollenspielpublikation, irgendwas, was ich vor kurzem gelesen habe, gesehen habe oder sonst wie empfehlen kann, das ich euch einmal kurz vorstellen möchte. Und in dieser Woche ist es natürlich das Buch, von dem ich schon so oft erzählt habe, aber noch nie im Detail. Also, Offene Rechnung heißt das gute Werk und ist von Ina Kramer. Es ist erschienen im Rocket Books Verlag. Das ist ja ein Imprint vom Blitz Verlag und von Fanpro. Das heißt, ihr könnt es sowohl bei Blitz als auch bei Fanpro direkt bei Werner Fuchs erwerben. Das Buch ist nicht kanonisch. Es ist wieder mal ein Buch aus der Parallelbuchreihe quasi. Es ist nicht von der DSA-Redaktion abgesegnet, aber es hat ein aventurisches Lektorat bekommen und es ist, wie ich finde, eine sehr stimmungsvolle Geschichte, die in Aventurien spielt. Worum geht es in dieser Geschichte? Eine ganz kurze Zusammenfassung, die hoffentlich möglichst spoilerfrei ist, aber nicht komplett spoilerfrei. Also ein bisschen, was in der Geschichte auf euch zukommt, will ich euch doch verraten. Es ist die Fortsetzung von dem Chimärenkomplott, was ja gleichzeitig wieder die Fortsetzung von von diesem Buch ist Die Suche, was wiederum die Fortsetzung zu diesem Buch ist, Im Farindelwald. Alle vier Bücher geschrieben von der lieben Ina Kramer. Hallo Ina, schöne Grüße. Diese beiden Bücher sind schon alt. Die sind von 1995, glaube ich, und sind in der ursprünglichen Heine-Reihe erschienen. Oh nee, 1996 sogar. Beide? 1996. Okay, beide 1996 erschienen. Ich muss gestehen, die habe ich beide noch nicht gelesen. Aber es gibt ja einen gewissen Anselm, der hier eine Rolle spielt. Und genau besagten Anselm könnt ihr auch in diesem Buch, dem Chimärenkomplott, wieder begegnen. Es ist tatsächlich dieser Herr hier auf dem Titelbild. Und er ist, wie man jetzt schon sieht, etwas älter als der junge Medikus-Scharlatan, wie auch immer der auf der Reise nach Salza losgezogen ist und dort seiner Schwester begegnet ist. Beide trefft ihr in diesem Buch wieder. Und worum geht es im Chimärenkomplott? Dort geht es um eine finstere Magierin, die seltsame Experimente chimärischer Natur, wie der Name andeutet, macht. Und es geht um eine
Truppe von bunt gewürfelten Abenteurern, die besagter Dame das Handwerk legen möchten, was dann auf sehr ungewöhnliche Art endet. Ja, also hier kommt ein bunter Trupp an Leuten zusammen und dabei ist unter anderem auch eine Torwalerin namens Eld Grimmer und ihr Sohn, der, ja, wir erfahren auch, wie dieser Sohn gezeugt wird in dieser Geschichte. Diese Geschichte von Eld Grimmer und ihrem Sohn, der im späteren Buch Grimmo heißt, der nennt sich so wie seine Mutter. Ja, Eld Grimmer und Grimmo, die Geschichte von den beiden, war es Ina Kramer wert, dass man die noch einmal weiterverfolgt. Das heißt, wenn ihr das Chimärenkomplott gelesen habt und wissen wolltet, was mit diesem Handlungsstrang denn nach dem Finale vom Chimärenkomplott noch geschehen mag, dann sei euch halt dieses Buch anempfohlen. Offene Rechnung heißt, es sind noch Rechnungen offen, wie man sich denken kann. Allerdings ja, nicht vielleicht mit derjenigen, die ihr aus dem letzten Buch vermuten würdet. In jedem Fall handelt das Buch davon, dass Eld Grimmer und ihr Sohn Grimmo losziehen, um Grimmos Vater aufzutreiben, der ja ebenfalls bei besagter Chimärologin in Gefangenschaft war und nun schon seit vielen, vielen Jahren verschwunden ist. Und die beiden versuchen, ihn wiederzufinden. Die ganze Geschichte spielt auf zwei Zeitebenen im Prinzip. Wir sehen also die Geschichte des Vaters, der vor vielen Jahren losgezogen ist. Und wir erleben in der Gegenwart des Buches die Geschichte von Eld Grimmer und von Grimmo, die dann auch getrennt werden. Also wir haben verschiedene Handlungsstränge, die sich durch dieses Buch ziehen. Jetzt kommt natürlich die große Frage, kann ich das Buch denn lesen, wenn ich die Vorgänger nicht gelesen habe? Gerade bei diesem Buch und auch beim Chimärenkomplott, die beiden, würde ich sagen, die lassen sich auch sehr gut als Einzelbände lesen, denn hier ist wirklich noch eine schöne Zusammenfassung der Geschichte drin. Es wird nicht besonders viel vorausgesetzt und es gibt einen sehr ungewöhnlichen Erzähler. Die Geschichte wird nämlich aus der Sicht eines Kobolds erzählt, der die ganze Szenerie verfolgt auf beiden Zeitebenen und das auf sehr launige Art tut. Falls ihr einmal einen kleinen Vorgeschmack haben wollt, würde ich sagen, können wir gleich mal hier ein Stück aus offener Rechnung den Anfang lesen. Falls ihr eine etwas unabhängigere Kritik zu diesem Buch lesen wollt, schaut bei Engor vorbei. Der hat natürlich schon eine Rezension dazu geschrieben, die einem auch sehr, also das Buch hat ihm gut gefallen. Es ist wieder ein ungewöhnlicher Roman. Er ist ein intelligentes Buch oder ein intelligentes Buch hat er es, glaube ich, genannt. Ja, also es ist eine sehr atmosphärische Geschichte. Wir kommen durchs Totenmoor. Nein, kommen wir durchs Totenmoor? Durch welches Moor kommen wir denn nochmal? Ich weiß es gar nicht mehr. Meine Güte, wie peinlich. Wir reisen einmal durch Halbaventurien, um besagten Vater von Grimmo zu finden. Und ganz kurz noch zur Entstehung des Buches. Ich habe immer mal wieder davon erzählt, dass Ina Kramer wieder an einem neuen Buch schreibt. Und Anfang hieß das Buch noch so wie der erste Satz, der hier von den eigentlichen Protagonisten gesagt wird. Der erste Satz lautete nämlich: Ach, Eld Grimmer, seufzte der junge Mann. Glaubst du wirklich, dass dein Liebster nach so langer Zeit immer noch dort ist, wo er einst ausgesetzt wurde? Das war der Einstiegssatz dieses Buches und so trug das Manuskript lange Zeit den Titel Ach, Eld Grimmer. Und sie hat tatsächlich überlegt, diesen kuriosen Titel auch wirklich für das Buch zu verwenden, hat sich dann aber irgendwann für offene Rechnung entschieden. Das finde ich auch sehr gut, denn es sind tatsächlich Rechnungen zu begleichen. Wir sehen hier eine Szene aus dem Buch tatsächlich. Das wird euch dort begegnen. Es hätte auch noch eine sehr andere schöne Szene gegeben, die als Titelbildvorschlag im Raum stand, aber dann hat es doch dieser Schlinger hier gemacht. Also eine sehr kuriose, wenn auch vielleicht nicht ganz komplett kanonische Szene, die ihr hier dann erleben könnt. Das war mein Medientipp für diese Woche. Ich musste das Buch doch einmal zeigen. Ich mag es sehr, allein weil ich bei der Entstehung dabei war.
Es ist eine abgefahrene Geschichte und es kommen wieder sehr sympathische Charaktere dabei rum. Schaut rein, offene Rechnungen gibt es beim Blitz Verlag, bei FanPro und bei im Rocket Books Label unter dem für den Preis 18,95 €. Und das Buch hat schlappe 514 Seiten ungefähr. Das war der Medientipp für heute und damit kommen wir zum Thema. Okay, wir ignorieren mal, dass da schon wieder Medientipp jetzt stand. Das Thema. Worum geht es heute? Um Hörbücher. Hörbücher aus der Welt des schwarzen Auges. Da gibt es ja viele, viele, viele Möglichkeiten, was man sich dort anhören kann. Ich gebe euch mal einen kurzen Überblick, was man so alles als CD zum Beispiel erwerben kann. Ich habe hier zum Beispiel mal Der Hofmagier. Das waren die ersten drei Teile der Galotta-Romanreihe von Marc Wachholz und Katharina Ludwig, glaube ich. Katharina? Wie auch immer. Frau Ludwig. Die beiden haben diese drei Bücher zusammengeschrieben. Leider ist die Buchreihe ja nie vollendet worden, aber die Hörbücher zu 1, 2 und 3 sind sehr schön. Da wird vor allem auch die Schlacht der 1000 Oger mal thematisiert und so weiter. Der Scharlachkappentanz. Ihr kennt das ja sicherlich. Sehr schön ist natürlich auch das Greifenopfer von Tom Finn, das einzige Tom Finn-Buch, was für das Schwarze Auge je erschienen ist. Und es ist ein sehr, sehr gutes Buch, das weiß ich noch. Es ist lange her, dass ich es gelesen habe, aber hier könnt ihr das auch gelesen vom Axel Ludwig, der das schon lange gut gemacht hat, und von Sabine Brandauer. Das kann man sich durchaus mal geben. Wer gerne auf Ulrich Kiesos Fußspuren wandeln möchte, der kann sich natürlich auch Das zerbrochene Rad geben. Hier habe ich mal Teil 2, Düsternis heißt das Ganze. Gibt es in drei Ausgaben in einer CD-Box. Für Drakensang gab es natürlich auch eine sehr umfangreiche Geschichte, die das Ferdoker Pergament heißt, zu Drakensang 2 am Fluss der Zeit. Das Ganze ist über 12 CDs 950 Minuten lang und von Michael Holdinghausen gelesen und noch von vielen Gastsprechern, die auch mit da mitmachen. Das Ding ist allein schon dadurch gut, dass es erstens noch ein schönes Booklet dabei hat mit ein paar Bildern aus dem Computerspiel. Nee, gar nicht wahr. Bilder aus dem Computerspiel sind nur hinten drauf. Ansonsten im Buch waren noch ein paar schöne Bilder von Ferdok und so weiter, Stadtpläne mit drin. Und zum anderen natürlich dass sie sehr häufig produziert wurde zum Computerspiel und deshalb ist die meistens relativ günstig für 5 € oder sowas bei eBay zu finden, wenn ihr das denn haben wollt. Meine Lieblingshörspiele sind ja immer noch von Axel Ludwig gelesen. Das Jahr des Greifen, hier der Band Der Sturm. Die anderen beiden Teile der Romantrilogie gibt es auch als Hörbuch, dann allerdings glaube ich nicht in der CD-Fassung. Zumindest habe ich sie noch nie auf CD gesehen. Das waren jetzt so ein paar Dinge aus meinem Regal wahllos rausgegriffen. Wir können aber auch mal gucken, wo man denn sonst noch an mögliche Hörbücher drankommen kann. Am besten natürlich erstmal bei der direkten Quelle, nämlich beim Horchposten Verlag. Der Horchposten Verlag hat jahrelang für tolle Hörbücher gesorgt und hier ist die Liste von Hörspielen, die ihr dort erwerben könnt. Am großen Fluss ist eine Kurzgeschichte von Ulrich Kiesow. Da geht es dann tatsächlich in den großen Fluss. Also wir kommen an den Hof des Flussvaters und erleben dort, wie es ist, wenn man unter Wasser im Reich der Neckar und Nixen und sonstigen Wasserwesen gefangen ist oder zu Gast ist, sagen wir mal. Die Rabenchronik Teil 1 und 2 sind zwei sehr, 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 sehr gute Romane von Lena Falkenhagen, spielen in Havena und handeln von Vampiren. Also eine schöne Vampirgeschichte in Havena, kann ich auch nur empfehlen. Gabe der Amazonen, muss man glaube ich nichts zu sagen, der erste
DSA-Roman überhaupt, der kanonisch ist, also sagen wir mal nicht das eherne Schwert, das war ja von Alexander Andreas Brandhorst, der erste Roman, Gabe der Amazonen natürlich von Ulrich Kieso. Ja, ganz tolles Buch, ich liebe das immer noch sehr, sehr sehr sympathische Dungeon-Geschichte quasi zwischendurch. In den Nebeln Havenas mag ich ebenfalls sehr gerne von Daniel Jödemann. Das ist eine Geschichte, die man gut hören kann, wenn man die Havena-Box aus dem Crowdfunding sein eigen nimmt und da dort die Abenteuer spielen möchte. Allerdings wird man da auch ein bisschen gespoilert, denn eine der Hauptfiguren hier wird auch euch in Abenteuern in Havena wieder begegnen und dann ja, wisst ihr quasi schon, mit wem ihr es zu tun habt. Das kann ein bisschen die Überraschung nehmen. Also hört das bitte erst, wenn ihr die Abenteuer dort nicht mehr spielen wollt oder selbst meistern wollt. Es gibt eine Jubiläumsbox, da waren ein paar Kurzgeschichten drin. Der Göttergleiche, Scharlachkappentanz, Auge des Morgens und Nach der Predigt. Auge des Morgens ist eine Geschichte, die gibt es auch separat. Die hatte ich hier eigentlich auch vorhin rausgesucht, habe ich jetzt hier gar nicht mehr liegen gehabt. Ja, Nach der Predigt ist eine sehr schöne Kurzgeschichte von Ina Kramer, handelt von einem Preiosgeweihten, der in der Sonne liegt nach der Predigt und gleichzeitig von einem Trip in eine Feenglobule durch ein Portal in der Havena. Irgendwo in der Unterstadt von Havena, nee, nicht in der Unterstadt, irgendwo im Orkendorf oder so. Scharlachkappentanz ist natürlich auch die Geschichte, die man in den Galotta-Büchern hören kann, hier aber in einer anderen Variante von Lena Falkenhagen, glaube ich, geschrieben. Das Auge des Morgens, eine tolle Geschichte von Florian Donschauen, glaube ich, wenn ich mich nicht irre. Und der Göttergleiche ist eine Geschichte in einer Kneipe, irgendwo an einer Passstraße oder sowas, wo man lernt, dass man manche Leute nicht unterschätzen sollte. Das Ferdocker Pergament ist hier ebenfalls zu haben. Galotta 1, 2, 3 habe ich ja schon erwähnt. Der Hofmagier Teil 1, der Feuertänzer Teil 2 und der Aschengeist Teil 3. Dann das zerbrochene Rad, auch schon gezeigt, in drei Bänden, Dämmerung, Düsternis und Nacht. Der Scharlatan habe ich schon erwähnt, das Greifenopfer. Der Scharlachkappentanz als Einzelgeschichte, Nach der Predigt als Einzelgeschichte, das Auge des Morgens als Einzelgeschichte und der Göttergleiche als Einzelgeschichte. Könnt ihr alle hier erwerben, die meisten Sachen oder wahrscheinlich alle Sachen, aber nur noch als Download und nicht mehr als physikalische Produkte. Die müsst ihr euch dann woanders besorgen, zum Beispiel auf eBay. Wir können auch mal noch nach Alternativen gucken. Zum Beispiel, fangen wir erstmal mit was anderem an. Nicht Hörbücher, sondern Hörspiele. Das kennt ihr ja sicherlich. Bei Winterzeit Audiobooks gibt es ja die Hörspielreihe und da sind wir mittlerweile bei 17 Geschichten angekommen. Ich warte immer noch darauf, dass Teil 18, der Abschluss der dritten Staffel, jetzt endlich kommt. Hier für 6,99 bis 8,99 könnt ihr jede einzelne Folge haben oder ihr steigt direkt mit den ersten zwei Staffeln ein, die kosten 95,88 Euro als CD-Bundle. Also wenn ihr alles haben wollt, kauft 12 CDs für nur 95 Euro. Also die sind ganz nett, sind jetzt nicht so ganz kanonische Geschichten, aber sind sehr professionell produziert, kann man sich gut anhören. Und seit der dritten Staffel sind die auch ein bisschen aventurischer, als die ersten zwei Staffeln noch sind. Also gerade der erste Teil im Kerker von Gareth, das ist schon merkwürdig. Das hat nicht so richtig viel mit Aventurien nach meinen Vorstellungen zu tun, aber das wird im Laufe der Zeit besser. Also Winterzeit Hörspiele ist nicht das, wovon wir heute reden. Heute reden wir von echten Hörbüchern eigentlich. Und da ist noch eine ganz gute Quelle, sagen wir mal hier, Google Playbooks, da gucke ich ganz, ganz gerne rein, weil ich da auch immer noch Google Play Guthaben habe, was ich hier loswerden könnte. Da gibt es diverse Hörbücher im Angebot. Zum einen natürlich die Winterzeit-Hörspiele, zum anderen aber auch so Sachen wie Kunchoma Pfeffer, Auf Avesfaden, Riva Mortis, Über den Dächern Gareths, die Isenborn-Reihe von Robert Corvus, das Heldenbrevier des Dornenreichs, das Heldenbrevier der Siebenwindküste, der Pfad des Wolfes von DSA-Redakteur Axel Spohr.
Alex Spohr natürlich. Kunschonner Pfeffer Teil 2. Was haben wir noch? Nach der Predigt am großen Fluss, Gabe der Amazonen, also all das, was ich euch vorhin schon gezeigt habe. Hier kommen dann noch ein paar Sachen, die nicht dazu passen. Zerbrochenes Rad, Hot Quickies, das gehört auch nicht dazu, glaube ich. Jurassic World, neue Abenteuer, der Scharlatan, der Auge des Morgens, in den Nebeln Havenas. Also hier könnt ihr durchaus ein paar Sachen finden. Pferdokapellament, Greifenopfer, Göttergleiche. Also ihr seht, das wiederholt sich jetzt alles und damit haben wir, glaube ich, den Großteil durch. Warum ich euch das hier als Tipp gebe, weil ich immer mit meiner Google Umfrage App, falls ihr die fürs Handy habt, Google Umfrage App, installiert die mal, dann fragt euch Google immer mal wieder nach Dingen wie, wo ihr gestern einkaufen wart oder sowas. Ich habe eben meinen Standortverlauf immer aktiviert, deshalb weiß Google das bei mir sowieso schon immer, also gebe ich da gar keine geheimen Informationen zusätzlich preis und kriege dafür dann immer irgendwas zwischen 12 und 40 Cent oder sowas gut geschrieben und damit kann man dann schon mal so in ein, zwei Monaten kann man damit schon mal so 10 Euro machen und für diese 10 Euro kann man sich immer schön hier ein kostenloses, also ein Hörbuch kaufen oder sonst irgendwas. Ich finde das ganz praktisch, weil ich sowieso immer meinen Standort bei Google habe, kostet mich das nichts. Falls ihr da Interesse habt, ladet die Google-Umfrage-App runter und guckt mal, was ihr hier im Google Store findet. Eine andere Möglichkeit, an Hörbücher zu kommen, ist natürlich immer Audible. Audible hat ja die großartige Filiasson-Reihe, die ich auch nur rundum empfehlen kann und ja auch schon häufiger empfohlen habe. Aber auch alle anderen Hörspiele dürftet ihr hier finden. Ist hier noch irgendwas bei, was wir noch nicht erwähnt haben? Wahrscheinlich nicht. Hier sind auch die beiden anderen Jahr des Greifen Hörbücher mit Cover dabei, aber nicht als CD leider. Hier, das ist noch eine ganz kuriose Geschichte, das Heldenbrevier der Neuniten von Carolina Möbis ist ja im Rahmen des Cthulhu-Crowdfundings für das Schwarze Auge entstanden und dann von einem Cthulhu Verlag sozusagen als Hörbuch umgesetzt worden. Ist ganz schön geworden, habe ich gerne gehört. 3 Stunden, 22 Minuten, das kann man sich auch mal so nebenbei geben. Ja, hier ist jetzt tatsächlich Filiasson noch nirgendwo aufgetaucht. Da kommen wir aber bestimmt gleich noch zu. Die Heldenbreviere sind jedenfalls hier alle drin. Und hier kommt Himmelsturm, der zweite Band von Filiasson. Ah, hier sind ziemlich viele Bücher, die nichts mit der Schwarze Auge zu tun haben. Hinter dem Schwarzen Auge das DSA-Fanprojekt. 110 Folgen kann man sich hier abspielen lassen. Okay, das wusste ich auch noch nicht. Ja, ich glaube, damit sind wir dann hier auch durch. Was komisch ist, weil hier waren jetzt noch gar nicht alle Filiasson-Romane dabei. Also, wenn ihr eh bei Audible seid oder so ein paar Testmonate mitnehmen könnt, könnt ihr euch da ein paar Hörbücher bei Audible runterladen. Das waren so die Orte, die ich euch empfehlen könnte, wenn ihr gerne Hörbücher hört. Warum Hörbücher? Ganz einfach, wenn ihr so faul seid wie ich und immer beim Lesen einschlaft und wenig Zeit habt, dann ist es natürlich immer schön, wenn man mal im Auto unterwegs ist oder in Bus und Bahn sitzt und Kopfhörer auf den Ohren haben möchte oder einen Spaziergang macht und dabei was hören möchte. Zum Einschlafen sind Hörbücher ganz großartig da. Kann ich euch das natürlich nur rundum empfehlen. Ansonsten hätte ich die Filiasson-Reihe in 100 Jahren nicht durchgelesen, wenn ich dann nicht die Hörbücher hätte. So, worum geht es denn jetzt heute? Ich wollte euch eigentlich mal zeigen, wie man selbst so ein Hörbuch aufnehmen kann. Nehmen wir an, ihr wollt eurer Heldengruppe eine schöne Einleitung zu einem Abenteuer geben. Ihr wollt den spannenden Endkampf des Abenteuers in schöne Worte packen. Und dann ist es vielleicht schöner, wenn ihr das als Audiodatei aufnehmt, vielleicht mit ein paar Hintergrundgeräuschen und Musik hinterlegt und das dann am Spieltisch direkt abspielt. Ich werde ein Hörbuch quasi von einer kurzen DSA-Geschichte von Ina Kramer machen, die schon länger im Skriptorium ist. Ihr habt sie bestimmt schon gesehen. Das ist nämlich Kann nicht lesen, kann nicht schreiben, aber will Baronin werden. Ich habe davon auch irgendwann mal eine andere Ausgabe gemacht, die ich Ulysses gepitcht hatte. Die sah so aus. Kann nicht lesen, kann nicht schreiben, aber will Baronin werden. Worum geht es in dieser Geschichte? Das ist die Geschichte von Dotlind von, wie heißt sie noch? Dotlind,
Oh, wie heißt sie denn nachher? Von Brinnbruch, ne? Dotlind von Dietlinde von Brinnbruch. Hier in diesem Buch heißt sie aber noch Dotlind. Das war ein im Baroniespiel das Alter Ego von Ina Kramer. Und in diesem Buch hat sie quasi die Geschichte von ihrer Dotlind erzählt. Die ist nämlich tatsächlich aus bornischer Gefangenschaft nach Festum geflohen, um dort zur Freien zu werden. Und hat es dann tatsächlich geschafft, Baronin zu werden. Dieses Buch hat mit einem Umfang von knapp 66 Seiten eine überschaubare Länge. Ich fand das mal ganz gut als Einstieg, um mal versuchen zu können, ein Hörbuch davon zu machen. Anderer Vorteil ist natürlich, dadurch, dass ich das Buch quasi mit veröffentlicht habe, habe ich quasi auch hoffentlich genug Rechte, um das jetzt im Skriptorium Aventuris euch als Hörbuchprojekt, als MP3-Dateien zur Verfügung zu stellen. Dann könnt ihr euch das da kostenlos oder als Pay What You Want herunterladen, weil falls ihr auch zu faul seid, das zu lesen. Wenn euch das gefällt, können wir auch die nächste Geschichte, Madame um Mitternacht, auch nochmal lesen. Das ist ja eine Geschichte um die gute Madame Störrebrand, also die Frau von Stover Regulan Störrebrand. Die macht einen sehr psychedelischen Trip durch die Festumer Nacht mit einer Meisterperson, die manche hassen, manche lieben sie. Ihr wisst sicherlich, wen ich meine, wer im Haus am Seebogen in Festum wohnt. Mit diesem echt kuriosen Trip könnte man sich auch nochmal mit einem Hörbuch abgeben. Aber jetzt fangen wir doch erstmal an mit kann nicht lesen, kann nicht schreiben, aber will Baronin werden. Ich zeige euch mal das Programm, mit dem ich das Ganze aufgenommen habe. Es heißt Descript. Descript könnt ihr euch runterladen auf der Descript-Seite. So sieht das hier aus. Eine neue Art, wie man Videos und Podcasts aufnehmen kann. Und zwar ist das nicht nur eine Videoschnittsoftware, sondern vor allem auch eine Software, die eure Texte in Textform transkribiert und vor allem dann auch euch die Möglichkeit gibt, Wörter, die man gar nicht haben will, automatisch zu löschen oder von Hand zu löschen, richtig schön zu editieren und einfach da drin zu navigieren. Ich zeige euch mal, wie das dann aussieht, wenn ihr das Ganze installiert habt. Ich starte mal Descript. Das meldet sich bei mir immer mit einer Fehlermeldung, dass es mindestens 20 GB brauchen würde. Aber jetzt, das läuft aber trotzdem auch. So, das ist die Oberfläche. Ich benutze die kostenlose Version von Descript. Da hat man nur ein beschränktes Kontingent an Stunden, die man schneiden kann, an Audiodateien oder Videodateien. Wenn man mehr haben möchte, kann man das hier upgraden und kann dann für einen Monat oder länger sich extra Stunden kaufen. Wir könnten jetzt mal ein neues Projekt anlegen und haben jetzt hier verschiedene Optionen zur Wahl. Als erstes, ich würde sagen, wir machen als Einstiegsbeispiel, lese ich mal hier aus offene Rechnungen vor. Da wollte ich euch ja noch einen kurzen Einstiegsbeispiel geben. Das heißt, wir nennen das Ding offene Rechnungen. Und jetzt haben wir verschiedene Möglichkeiten. Wir können eine fertige Audiodatei nehmen und die transkriben lassen, also in Textform umwandeln lassen. Wir können aber auch direkt in der Software hier aufnehmen. Wir können erstmal anfangen, was zu schreiben, oder wir können ein fertiges Template nehmen. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal mit Start Recording an und ich hoffe, dass ich jetzt hier parallel in OBS aufzeichnen kann und auch gleichzeitig in Descript. Damit mein Rechner nicht völlig abstürzt, verzichten wir heute mal auf Video. Wir machen wirklich nur Audio only. Ich will ja ein Hörbuch machen und kein Video. Ihr könnt das Ganze natürlich genauso mit Videos nutzen, um eure YouTube-Videos oder alles, was ihr für Twitch macht, hier vorzubereiten und richtig zu schneiden. Wir machen aber erstmal Audio only. Und dafür beginne ich dann jetzt mit dem Einstiegstext von offene Rechnungen.
auf die Plätze, fertig, los. Kapitel 1. Alvine, die Köchin, hatte mit ihrem feinen Näschen schon recht bald erschnuppert, dass da etwas nicht mit rechten Dingen zuging, wenn immer wieder Speisen aus der Kammer verschwanden. Wurst, Braten, Kuchen oder Pflaumenmus, lauter gute Dinge, nicht etwa trockenes Brot oder schon leicht ranzige Butter. Daher glaubte sie auch nicht an Mäuse. Die waren erstens nicht so wählerisch, zweitens war nie etwas angenagt, drittens roch es nicht nach diesen nichtsnutzigen kleinen Nagern und viertens sorgte die Katze dafür, das Haus mäusefrei zu halten. Alvine war auch die Einzige, die einen Schlüssel besaß. Daher war es genauso unmöglich, dass Susa, Dorlin oder der Küchenjunge Jorik etwas stibitzt haben könnte. Trotzdem schalt sie die drei oft mit derben Worten, wenn wieder etwas fehlte. Na, jetzt habe ich mich ein bisschen versprochen, deshalb würde ich sagen, fange ich den Satz hier nochmal an. Trotzdem schalt sie die drei oft mit derben Worten, wenn wieder etwas fehlte, gelegentlich sogar mit einer Ohrfeige, obwohl sie wusste, dass sie nicht die Schuldigen waren. Aber irgendwie und bei irgendwem musste sie ihren Ärger loswerden. Um es kurz zu machen, ich war der Dieb. Dabei brauche ich eigentlich gar keine Menschenspeise. Aber die ein oder andere schmeckt mir, das nur nebenbei. Vor allem macht es mir Vergnügen, Verwirrung zu stiften. Und da ich mich darauf verstehe, unsichtbar zu sein, kann man mich auch nicht erwischen. Die Frau wusste selbstverständlich, dass ich mich im Haus herumtreibe. Mit ich meine ich nicht mich persönlich, sondern einen meiner Art. Alles andere hätte mich auch an ihren Fähigkeiten zweifeln lassen. Und die waren, und sind es vermutlich noch, durchaus beachtlich, zumindest in den Augen ihrer Zunftgenossen. Aber sie hat mich nie aufspüren können. Ja, diese akademisch gebildeten Magier und Magierinnen beißen sich an unserer Art von Zauberei die Zähne aus, um es bildlich auszudrücken. Elfen und Hexen kommen uns auch nicht auf die Schliche. Okay, hier habe ich jetzt die Seite umgeblättert. Das klingt vielleicht auch komisch. Da könnten wir nochmal eine neue Aufnahme machen jetzt. Also, Elfen und Hexen kommen uns auch nicht auf die Schliche. Aber die fuchst das kaum. Die sind nicht so erpicht darauf, unsere Geheimnisse zu lüften. Nun wollt ihr sicher allmählich wissen, wer ich bin. Euch meinen Namen zu verraten hat wenig Sinn, nicht etwa, weil ich mein Inkognito wahren will, das wahre ich ohnehin, sondern weil ihr ihn nicht aussprechen, ihn euch daher auch gar nicht merken könnt. Nennt mich Bold oder Boldi oder Poldi. Genau, Poldi. Poldi passt, Poldi gefällt mir und so heiße ich. Wie lange ich im Haus der Frau herumgespukt habe, kann ich nicht sagen. Wir legen keinen Wert auf die menschliche Zeiteinteilung. Sie ist uns fremd. Außerdem habe ich meinen Aufenthalt immer wieder unterbrochen, um in meine Welt zurückzukehren oder an anderen Orten eurer Welt meinen Liebhabereien nachzugehen. Apropos Liebhabereien. Die der Frau sind höchst bemerkenswert. Sie erschafft Mischwesen aus Tieren, Pflanzen und sonstigen Kreaturen. Chimären nennt man diese Mischungen wohl und die Frau entsprechend Chimerologin. Ich finde ihre Basteleien irgendwie drollig oder putzig. Manche bringen mich zum Staunen, andere zum Kichern. So, das waren jetzt mal 3 Minuten, die wir hier aufgezeichnet haben. Und unten sehen wir jetzt schon die Audiodatei, die dabei rausgekommen ist. Ich habe ein Häkchen gesetzt bei Studio Sound. Studio Sound sorgt dafür, dass er jetzt versucht, so viel Rauschen wie möglich rauszufiltern, das Ganze auf eine vernünftige Lautstärke zu bringen und nicht zu viele Störgeräusche da drin zu haben. Also das ist jetzt so eine kleine KI, die da drüber läuft und das ein bisschen automatisiert verbessert. Das kann man bestimmt auch anders noch schöner machen, aber hier wird einem Noob wie mir, der keine Ahnung von Soundbearbeitung hat, eine Menge abgenommen. Deshalb freue ich mich sehr darüber, dass das hier mit eingebaut ist. Gleichzeitig steht hier oben aber auch Transcribing. Das heißt, die ganze aufgenommene Sprache wird jetzt in Text umgewandelt. Descript versteht tatsächlich auch Deutsch. Das heißt, er ist in der Lage, meinen gesprochenen Text in deutschen Text umzuwandeln. Und jetzt soeben hat er die Umwandlung des Studio-Sounds abgeschlossen und transkribiert jetzt gerade den Text, den ich aufgenommen habe, in Textform.
Ich habe oben, wie ihr seht, noch 2 Stunden, 10 Minuten kostenlose Transkription übrig. Das heißt, wenn das abgelaufen ist, muss ich mir ein neues Kontingent für einen Monat kaufen. Also ihr habt einen Standardvorrat, den ihr da ausnutzen könnt. Ich weiß nicht, 3 oder 4 Stunden kann man da, glaube ich, machen. Und jetzt sehen wir hier schon offene Rechnungen, Kapitel 1. So, ich mache mal hier schon mal einen neuen Abschnitt. Ihr seht, er hat jetzt den Text, so wie er ist, in Textform umgewandelt und hat aber auch schon Absätze mit reingemacht und hat das auch einigermaßen gut erkannt, möchte ich mal sagen. Aber wir können uns jetzt nochmal hier anhören, wie das Ganze so geht. Und das Schöne ist, ich kann hier unten auf Play drücken, dann fängt er ganz normal klassisch, wie man das kennt, von vorne an. Alvine, die Köchin, hatte mit ihrem feinen Näschen schon recht bald erschnuppert, dass da etwas nicht mit rechten Dingen zuging, wenn immer wieder Speisen aus der Kammer verschwanden. Wurst, Braten, Kuchen oder Pflaumenmus, lauter gute Dinge, nicht etwa trockenes Brot oder schon leicht ranzige Butter. So, also das ist natürlich ganz klassisch, man kann da man kann einfach abspielen. Aber man kann auch einfach an eine Stelle springen. Nehmen wir an, ich möchte hierbei trotzdem weitermachen. Dann klicke ich da einfach drauf. Und dadurch, dass er das ja synchron gehalten hat, den Text und die Aufnahme, springt er jetzt hier auch direkt an die richtige Stelle in der MP3-Datei. Das heißt, wenn ich jetzt hier auf Play drücke. Trotzdem schalt sie die 3 oft mit derben Worten, wenn wieder etwas fehlte. Ja, hier habt ihr gehört, hier habe ich, wenn wieder etwas fehlte, gesagt. Das ist natürlich ein bisschen Quatsch. Also dieses, wenn sie hier, diese beiden Worte, die ich jetzt hier markiert habe, die jetzt ja auch unten markiert sind, die sind doppelt. Die braucht man eigentlich nicht. Jetzt kann man den Text hier einfach markieren und kann sagen, lösche das bitte. Drücke auf Entfernen. Dann ist jetzt da eine Lücke entstanden. Und wir können uns mal anhören, wie das jetzt klingt. Machen wir hier bei mir ein bisschen lauter, damit ich auch was höre. Naja, mache ich nicht. Sonst haben wir hier gleich Störungen drin. Derben Worten, wenn wieder etwas fehlte. Na, jetzt habe ich mich. Ja, da war jetzt ein kleiner Sprung dann auch drin. Aber ich habe dann ja auch trotzdem hier schon das gemerkt. Jetzt habe ich mich ein bisschen versprochen. Deshalb würde ich sagen, fange ich den Satz hier nochmal an. Das heißt, diesen Teil hier, den ganzen Teil, habe ich sowieso nochmal neu aufgenommen. Den kann ich einfach komplett raushauen. Löschen, weg. Und dann können wir uns das von hier aus nochmal angucken. Küchenjunge Jorik etwas schlibitzt haben könnte. Trotzdem schalt sie die 3 oft mit derben Worten, wenn wieder etwas fehlte. Gelegentlich sogar mit einer Ohrfeige, obwohl sie wusste, dass sie nicht die Schuldigen waren. Aber irgendwie und bei irgendwem musste sie ihren Ärger loswerden. Um es kurz zu machen, ich war der Dieb. So, wenn man jetzt hier noch irgendwelche Pausen oder sowas einbauen möchte, dann könnte man jetzt hier, sagen wir mal, hier vor dem Um, wenn mir diese Pause jetzt hier zu lang ist oder so, dann kann ich einfach hier diesen Textabschnitt greifen und kann den ganzen Teil weiter nach vorne oder noch weiter hinten schieben. Dann haben wir eine etwas kürzere Pause. Bei irgendwem musste sie ihren Ärger loswerden. Um es kurz zu machen, ich war der Dieb. Dabei brauche ich eigentlich gar keine Menschenspeise. Aber die eine oder andere schmeckt mir, das nur nebenbei. Vor allem macht es mir Vergnügen, Verwirrung zu stiften. Und da ich mich darauf verstehe, unsichtbar zu sein, kann man mich auch nicht erwischen. Die Frau wusste selbstverständlich, dass ich mich im Haus herumtreibe. Ja, das sind also die grundsätzlichen Möglichkeiten, die man mit Descript hat. Also man hat immer die Synchronisation von Text und Ton. Man hat immer die Möglichkeit, den Text zu editieren. Und wenn man jetzt das Ganze in der lizenzierten Form hat und wenn man Englisch spricht, hat man noch eine richtig coole Funktion. Da gibt es nämlich noch das sogenannte Overdubbing. Wenn ihr jetzt nämlich feststellen solltet, dass ihr euch versprochen habt oder ein Wort fehlt oder ihr das falsche Wort gesagt habt, dann markiert ihr das einfach hier, editiert den Text und lasst von der KI, von der künstlichen Intelligenz, einen neuen Text dort vervollständigen mit eurer Stimme. Also Descript ist in der Lage, euren Text zu nehmen und ihn mit künstlicher Intelligenz neue Wörter sagen zu lassen, die sich dann ganz harmonisch in den Text einbinden lassen.
Das heißt, ihr könnt hier wirklich Sachen korrigieren, die ihr in eurer Aufnahme falsch gemacht habt. Ich warte seit Wochen und Monaten darauf, dass das endlich mal auf Deutsch kommt. Ist bisher noch nicht angekündigt. Ich hoffe, dass das irgendwann mal bald kommt, denn das wäre wirklich großartig, mit meiner Stimme vom Computer irgendwelche Korrekturen hier im Text durchführen zu können. Also, das war jetzt ein Beispiel, wie man Text mit Descript aufnehmen kann und wie man es dann auch im Nachhinein editieren kann. Und ich würde sagen, jetzt gehen wir noch mal einmal zu meinem anderen Projekt rüber. Wir springen mal back to Projects. Da habe ich ein Projekt namens Kann nicht lesen, kann nicht schreiben, aber will Baronin werden. Und wenn ich da reingehe, dann kann ich jetzt hier das richtige Kapitel auswählen, Kapitel 1. Und dann haben wir hier den ganzen Text. Und ihr seht, das ist auch durchaus für längere Texte geeignet. Das hier waren jetzt ungefähr 30 Seiten im Buch. Und dann würde ich sagen, machen wir jetzt einfach mal hier an der Stelle in der Geschichte weiter. Man kann also jetzt mit Return einfach, könnte man jetzt hier einfach wieder irgendwelchen Text eingeben oder sowas. Kann jetzt hier irgendwelche Dinge einfügen. Ihr könnt also ganz, ganz viele coole Sachen machen. Ihr könnt hier den Text richtig auch mit Grafiken oder sonst was versehen, wenn ihr das denn gerne möchtet. Das soll ja auch euer Skript sein für euren Vortrag, für das Video oder für den Podcast oder was auch immer ihr aufnehmen wollt. Ihr könnt hier eine Datei einhängen oder ihr könnt auch eine neue Aufnahme machen. Aufnahme machen habt ihr hier oben, Record. Was haben wir hier noch? Bestehende Medien könnt ihr aus eurer Mediathek da quasi einfügen. Ihr könnt Text einfügen, Zeichnung einfügen und Templates einfügen. Ich würde sagen, wir machen jetzt an dieser Stelle nochmal fügen einen Text ein. Aber diesmal lese ich den Text aus einer PDF-Datei vor. Das heißt, wir gehen jetzt mal eben einmal rüber in den Ulysses E-Book Store, suchen dort nach kann nicht lesen, kann nicht schreiben, aber will Baronin werden. Kann nicht lesen. Dieses Buch habe ich natürlich schon gekauft. Ich habe es ja sogar da eingestellt. Und ich klicke drauf und lade es mir als PDF-Datei herunter. Na, preparing your download. Drive-Thru möchte wohl gerade nicht. Tja, wenn Drive-Thru nicht möchte, dann gehe ich eben auf meine Datei. Dann lade ich das direkt von meinem Google Drive herunter. Ich habe das Buch ja immerhin selbst layoutet, dann weiß ich ja auch, wo es ist. So, damit haben wir hier das Originalmanuskript, was ich... Ah nee, das ist eine alte Version. Nee, doch nicht. Okay. Okay, jetzt müssen wir nochmal die Stelle finden, bis wo ich gelesen hatte. Gehen wir schlafen, gute Nacht. So, ich suche nach gute Nacht. So, ab hier geht's weiter. Ich packe das mal zur Seite. Man könnte jetzt wahrscheinlich theoretisch auch hier schon Text einfügen. Also sagen wir mal, ich kopiere mal hier einfach einen Abschnitt, kopiere den und füge den hier ein als Text. Nee, das geht so nicht. Okay. Dann habe ich das falsch verstanden. Ich dachte, man könnte hier auch sein eigenes Skript direkt vorlesen. Okay, dann nehmen wir es einfach auf. Wie gerade auch, Audio only. Man kann hier noch die Einstellungen tätigen. Ich habe Studio Sound und Transcribe eingeschaltet. Der Sprecher bin ich. Das merkt er dann auch automatisch. Aber Kai ist der Sprecher. Das Mikrofon könnt ihr natürlich auswählen.
Und ja, eine Szene wollen wir daraus jetzt gar nicht machen. Machen wir wieder Record to Script. Da Dodlin sein Geschäft belebt hatte und es vermutlich auch weiter tun würde, beschloss Gorben, ihr für die Zeit ihres Aufenthalts eine Nachtwache zu spendieren, eine fextgefällige Kosten-Nutzen-Rechnung. Das Mädchen, sie hieß Marlene, das hatte Gorben inzwischen herausgefunden, war mit ihrer Bande gern bereit, diese Wache zu übernehmen. Keine schwere Arbeit, denn nur wenn sich verdächtige Gestalten an seinem Stand zu schaffen machen sollten, wollte Gorben benachrichtigt werden. Dann allerdings umgehend. Aber er rechnete nicht wirklich damit, dass dieser Notfall eintreten werde. »Ein Heller und zwei Kreuzer pro Nacht, so wie wir es neulich ausgemacht haben«, schlug er Marlene vor. »Und die war schnell?« »Zu schnell«, fragte sich Gorben, »einverstanden.« So, jetzt habe ich natürlich wieder den Text so gesprochen, als wäre es ein Kind. Es sollte aber eigentlich Gorben sein, der das sagte, deshalb sagen wir das jetzt nochmal. »Aber er rechnete nicht wirklich damit, dass dieser Notfall eintreten würde.« »Ein Heller und zwei Kreuzer pro Nacht, so wie wir es neulich ausgemacht haben«, schlug er Marlene vor. »Und die war schnell, zu schnell?«, fragte sich Gorben, »einverstanden.« Gorben hatte Augenschminke besorgt und so, mit schwarz umrandeten Augen und schwarz gefärbten Brauen, das Einzige, das von ihrem Gesicht zu sehen war... Okay, den Satz habe ich ganz falsch gelesen. Gorben hatte Augenschminke besorgt und so, mit schwarz umrandeten Augen und schwarz gefärbten Brauen, das Einzige, das von ihrem Gesicht zu sehen war, wirkte Dodlin noch geheimnisvoller. Bisweilen umringten Bettelkinder den Stand und forderten sie mit frechen Sprüchen auf, doch einmal den Schleier zu lüften. Aber Dodlin saß dort, aufrecht und starr wie eine Statue, und murmelte so oft ihr »Nix verstehen«, bis die Kinder die Lust an dem Spiel verloren. Am fünften Tag, schon seit über einer Stunde war kein Kunde vorbeigekommen und Dodlin langweilte sich, verließ sie ihren Arbeitsplatz, um nach Gorben zu sehen. Er schrieb und zeichnete viel in der letzten Zeit, ließ sich aber nur ungern dabei über die Schulter sehen. Als Dodlin nun durch den Vorhang trat, schaffte er es nicht rechtzeitig, das Blatt vor ihren Blicken zu verbergen. »Was malst du da, eine Goblinfrau?«, fragte sie. »Erstens male ich nicht, ich zeichne«, erwiderte er ärgerlich, »und zweitens soll das eine hübsche, nackte Dame werden. Ich bin aber noch nicht fertig.« »Mit so langen Armen?« »Nein, so lange Arme haben«, »Mit so langen Armen?« »Nein, so lange Arme haben Frauen nicht. Und die Brüste, die du ihr gezeichnet hast, sehen eher aus wie Ziegenzitzen. Wirklich, ich kann das beurteilen, ich habe schon Ziegen gemolken. Meine Brüste sehen jedenfalls ganz anders aus.« »Dann zeig sie mir doch mal«, dachte Gorben. Laut sagte er, »ich weiß, wie eine nackte Frau aussieht, ich habe nämlich schon mehr als eine gesehen, aber zwischen Wissen und Hinzeichen ist eben ein Unterschied. Vielleicht kannst du es ja besser, du Naseweiß. Versuch es nur, dann wirst du schon sehen, was dabei herauskommt.« In diesem Augenblick ertönte draußen eine kräftige Frauenstimme. »Keiner da?« »Komme sofort«, rief Gorben, und schon war er durch den Vorhang geschlüpft. Die potenzielle Kundin erwies sich als Rovinia, die Händlerin aus dem Norden, die Gorben schon bei der ersten Begegnung so gut gefallen hatte. Und sie war auch, wie sich im Verlauf des Gesprächs herausstellte, die Dame, die vor ein paar Tagen die Zeichnung mit dem Lilienwappen erworben hatte. An weiteren Zeichnungen war Rovinia allerdings kaum interessiert. Sie hatte nämlich, wie sie erklärte, das Wappenbild nur der Ordnung halber gekauft. Eigentlich hatte sie ihn, Gorben, treffen wollen, aber leider habe nur eine stumme Thulamidim hinter dem Tresen gesessen. »Du versteckst sie, wie ich gehört habe, weil sie vor einer ungewollten Ehe geflohen ist.« Rovinia lachte. »Ein besonders gutes Versteck ist das aber nicht, wenn du mich fragst. Erstens weiß inzwischen jeder auf dem Markt, wer sie ist, und zweitens wirkt sie in deinem Stand wie ein besonders hübsches Ausstellungsstück.« Gorben verspürte weder Lust, Rovinia bezüglich des Gerüchts aufzuklären, noch über Dodlin zu reden. Er wollte das Gespräch lieber in Raya-gefälligere Bahnen lenken. Also erklärte er nur kurz, »Ihre Brüder und ihr Verlobter suchen sie in Valusa, nicht in Festum. Hier ist sie sicher. Aber sollten wir nicht über angenehmere Dinge reden? Über deine Schönheit zum Beispiel? War es die liebliche Raya selbst, die dir diese wunderbaren rot-goldenen Haare verliehen hat? Bei der Statur wird allerdings auch Rondra ein bisschen mitgewirkt haben.« Es folgten weitere Komplimente.
Groben war darin geübt und sie erzählten recht oft die gewünschte Wirkung. Rowinia lachte amüsiert. Okay, nochmal. Es folgten weitere Komplimente. Groben war darin geübt und sie erzielten recht oft die gewünschte Wirkung. Rowinia lauschte amüsiert. Wie wär's mit einem Schluck Wein? Unterbrach Groben seine Rede. Ohne Rowinias Antwort abzuwarten, füllte er zwei Becher aus dem Krug, den er mit Dotland am Abend hatte leeren wollen. Okay, das war wieder ein kleiner Ausschnitt aus Kann nicht leben, lesen, kann nicht schreiben, aber will Baronin werden. Jetzt gucken wir uns noch einmal kurz an, was wir dort rausschneiden können und wie uns dort Descript helfen kann. Und dann würde ich sagen, war es das auch schon. Viel mehr kann ich euch von Descript gar nicht zeigen, weil ich alles, was mit Video zu tun hat, noch gar nicht versucht habe. Daher müssen wir jetzt mal wieder warten. Der Plying Studio Sound heißt übrigens, dass die Datei jetzt gerade hochgeladen wird auf die Server von Descript. Dort wird das Ganze dem Filter unterworfen und irgendwann kommt die fertige Audiodatei zurück. Und das gleiche gilt auch für das Transcribing, also der Text wird auf dem Server generiert. Das passiert nicht alles auf eurem Rechner. Ansonsten wird mein Rechner hier wahrscheinlich auch total in die Knie gehen. Wir haben jetzt noch 2 Stunden und 4 Minuten Transcribing. Jetzt müssten wir 5 Minuten weniger haben für die Aufnahmen hier. Also sind wir bei irgendwas mit 1 Stunde 58 wahrscheinlich gleich oder 59. Dupdidupdidu. Das dauert, aber es geht sicherlich schneller, als wenn ihr die ganze Zeit durch die Datei durchscrollen müsst, um zu gucken, wo ihr euch versprochen habt. Der große Vorteil ist ja auch, wenn ihr hier euch versprecht, dann gebt das bitte schnell zu. Ihr wollt nicht nur ein einzelnes Wort dann rausschneiden oder so. Am besten wollt ihr mal einen ganzen Satz ersetzen. Insofern beendet dann wirklich euren Redefluss, sagt einen Satz, den ihr nachher dann hier wiederfindet und dann könnt ihr das schnell rauslöschen und durch den richtigen Satz ersetzen. Okay, hier ist der Text jetzt eingefügt. Und hier war der erste Teil, wo ich mich total verlesen hatte. So, hier haben wir, aber er rechnete nicht wirklich damit, dass dieser Notfall eintreten werde. Und das Ganze geht bis hierhin. Das war die falsche Aufnahme, also hauen wir das direkt hier wieder raus. Hören wir mal, ob das so in Ordnung geht. Keine schwere Arbeit. Denn nur wenn sich verdächtige Gestalten an seinem Stand zu schaffen machen sollten, wollte Groben benachrichtigt werden. Dann allerdings umgehend. Aber er rechnete nicht wirklich damit, dass dieser Notfall eintreten würde. Ein Heller und 2 Kreuzer pro Nacht, so wie wir es neulich ausgemacht haben, schlug er Merline vor. Und die war schnell, zu schnell, fragte sich Groben, einverstanden. Okay, das war doch soweit in Ordnung. So, das hier war wieder der Teil, den ich falsch gelesen hatte. Auch das kommt weg. Das sieht man hier jetzt Gott sei Dank alles sehr schnell. Und hier nochmal, okay, nochmal habe ich hier gesagt. Ich sollte mir vielleicht irgendein Schlüsselwort, was sonst nicht im Text vorkommt, wie Wurst oder Auto oder sonst was, merken, dann kann ich danach suchen. Also hier von S folgt ein weiterer. Der ganze Bereich ist auch verkehrt, kann auch weg.
Hier nochmal, es folgt ein weiterer. So. Bei der Statur wird allerdings auch Rondra ein bisschen mitgewirkt haben. Es folgten weitere Komplimente. So, da war jetzt eine sehr lange Pause drin. Das heißt, wir gehen nochmal zum Haben. Hier zwischen Haben und Es, sehr lange Pause. Brauchen wir nicht. Das kann sehr viel kürzer werden. Nochmal. Bei der Statur wird allerdings auch Rondra ein bisschen mitgewirkt haben. Es folgten weitere Komplimente. Korben war darin geübt und sie erzielten recht oft die gewünschte Wirkung. Rowinia lauschte amüsiert. Wie wäre es mit einem Schluck Wein? Unterbrach Korben seine Rede. Ohne Rowinias Antwort abzuwarten, füllte er zwei Becher aus dem Krug, den er mit Dotland am Abend hatte leeren wollen. So, das waren die Aufnahmen, soweit wie ich das bisher gemacht habe. Und das werde ich jetzt gleich auch noch weitermachen, um dieses Buch bald in Scriptorium Aventuris packen zu können. Dann könnt ihr mit dieser nicht sehr professionellen, aber vielleicht doch erträglichen Sprachqualität das Ganze anhören. Besser als wenn es diese Geschichte gar nicht in Hörbuchfassung gibt. Damit würde ich sagen, könnten wir auch diesmal nach relativ kurzer Zeit schon zum Fazit kommen. Hörbücher gibt es ganz viele für das Schwarze Auge. Es sind in den Jahren viele, viele Stunden entstanden und es ist eine tolle Möglichkeit, um Bücher lesen zu können, für die ihr ansonsten keine Zeit habt oder für die euch die Muße fehlt. Insofern Hörbücher kaufen und genießen. Wenn es allerdings Geschichten gibt, für die es keine Hörbücher gibt, oder wenn ihr in euren eigenen Abenteuerrunden irgendwelche Geschichten vorlesen wollt und dafür keine Versprecher, Verhaspler oder sonstigen nervigen Fehler drin haben wollt, dann ist vielleicht die Software Descript was für euch, oder auch wenn ihr YouTuber oder Streamer seid, dann könnt ihr damit auch Videos zurechtschneiden und alles an Verhasplern, Versprechern dort rauslöschen in sehr komfortabler Art und Weise. Das habe ich euch am Beispiel von zwei Inakrama-Geschichten gezeigt. Zum einen der Einstieg von Offene Rechnungen, ein sehr schönes Buch, wie ich finde, das ich euch nochmal ans Herz legen möchte. Und in Form der Kurzgeschichte Kann nicht lesen, kann nicht schreiben, aber will Baronin werden, die ihr im Scriptorium Aventuris als PDF- und EPUB-Version runterladen könnt und die bald dann auch als MP3-Dateien dort liegen dürfte. Ich hoffe, es hat euch ein wenig Spaß gemacht, das zu hören. Ich hoffe, meine Vorlesestimme war nicht zu schlimm und wir können uns dann in der nächsten Woche mit einem neuen Thema wiedersehen. Ich habe mir noch keinerlei Gedanken gemacht, was das sein könnte, aber nächste Woche sind wir wieder alle hier in Folge 107 der Schelmschau und ich freue mich drauf, euch dann wiederzusehen. Macht's gut und eine gute Nacht, guten Morgen, guten Tag, wann auch immer ihr das hier schaut. Schöne Grüße vom Schelm.